Was glauben Sie, was ich als Schulanfänger als erstes, nachdem ich nach Hause gekommen bin, gemacht habe? Die Hausaufgaben natürlich. Erst danach wollte ich zum Mittag essen. Wirklich, fragen Sie meine Mutter. Ich habe zu diesem Zeitpunkt das Neue in meinem Leben geliebt. Deshalb war ich so eifrig. In der zweiten Klasse, naja, es ging noch einigermaßen gut. Und ab der dritten Klasse musste mein Vater nachhelfen, damit die Hausaufgaben bis zum Abend überhaupt fertig wurden. Es fand also eine Werteverschiebung statt und der Eifer ließ nach. War es in der Menschheitsgeschichte nicht schon immer so, dass es nach der anfänglichen Begeisterung zu einer allmählichen Abflachung der Grundsätze und der Werte kam? Es ist ein Ergebnis der gefallenen, sündigen Natur des Menschen. Und dieser Umstand macht auch vor den Menschen, die sich zu Gott bekennen, keinen Halt. Zu oft werden der ursprüngliche Glaube und die anfänglichen Grundsätze aufgegeben. Die einst hochgehaltenen Werte werden durch neue, andere Formen ersetzt. Warum ist dem so? Was sind die Ursachen dafür? Schon die erste, ansonsten lobenswerte christliche Gemeinde musste sich den Vorwurf gefallen lassen. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke. Wann verlässt man die erste Liebe? Ist es nicht dann, wenn die Liebe durch bestimmte Einflüsse auskühlt? Durch welche Einflüsse? Matthäus erklärt im Kapitel 24, Vers 12. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Einmal gibt es hier die Ungerechtigkeit der Welt. Die Nachrichten in den Medien sind davon jeden Tag voll. Dies stumpft ab und erstickt die Liebe. Wir selbst erfahren auch immer wieder ungerechte Behandlungen. Dies kann zu Verbitterung führen. Aber die schlimmste ist die eigene Ungerechtigkeit. Die unbereinigte Sünde, die nicht vergebene und überwundene Sünde. Dies trennt von Gott, der einzigen Quelle der wahren Liebe, und man kühlt aus. Das Ziel ist zwar noch da, aber die Einsatzfreudigkeit, die anfängliche Begeisterung und der Eifer sind weg. Ähnlich wird es in Offenbarung Kapitel 3, Vers 2 bemängelt. Deine Werke wurden nicht als völlig befunden. Wann werden die Werke nicht als völlig befunden? Wenn man nicht alles tut, was Gott sagt. Oder wenn die Werke rein formal getan werden, kalt, lieblos. Das bringt die anfänglichen, ansonsten guten Werke, Grundsätze und Werte in Verruf. Und die nächste Generation wendet sich von ihnen ab. Oder man möchte, entweder persönlich oder als Gemeinde, anerkannt sein und passt sich deshalb an. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tu Buße. Gott fordert uns auf. So spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen: Wir wollen nicht darauf wandeln. Warum will man auf den einst errungenen Pfaden nicht mehr gehen? Weil man denkt, das Neue ist besser, fortschrittlicher, der Kultur angepasster, aufgeklärter. Weil man denkt, Gott gefällt es, wenn man neue Töne erklingen lässt, die anders klingen und sich anders anfühlen als die früheren. Wenn man Feste feiert, die früher in der Gemeinde undenkbar gewesen wären. Wenn man Elemente des Gottesdienstes verändert, abschafft oder ersetzt. Der Vers sagt aber, dass darin die Seele niemals Ruhe finden wird. Darin gibt es keinen Frieden, im Gegenteil. Es entzweit, spaltet und es fließen Tränen. Gott ruft, und zwar dringend,
zur Erweckung und Reformation auf. Erweckung bedeutet, sich an Gott neu festzuklammern und nicht mehr loszulassen. Viel Zeit mit ihm zu verbringen. Ständig mit ihm verbunden sein. Und was bedeutet Reformation? Re heißt zurück. Reform. Reformation, zurück in die ursprüngliche Form. Zurück zu der ersten Liebe. Sich an die Anfänge erinnern. An die Zeit, als wir voller Begeisterung und Liebe mit Gott durch die Taufe einen Bund mit ihm geschlossen haben. An die Zeit, als unsere Pioniere im Eifer der ersten Liebe das Glaubensgebäude der Gemeinde aufgebaut haben. An die Zeit, als der Sabbat volle 24 Stunden eine besonders heilige, abgesonderte Zeit war. Daran, als auch die Sündenüberwindung ein Bestandteil der Verkündigung war. Erinnere dich, wie es am Anfang war. Dieser Gedanke wird in der Bibel immer wieder wiederholt und betont. Möge sich der folgende Text bei uns allen erfüllen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Streben wir doch nach einer neuen Begeisterung, einer tiefen Liebe für die Sache Gottes. Dann kehren die wahre Ruhe und der echte Frieden in die Seele und in die Gemeinde zurück.